Hi, ich hoffe, das Ding nimmt auf. Ja, tut's. So, ich habe mich heute zur Abwechslung mal so rum hingesetzt, damit hoffentlich ein bisschen Streulicht mein Gesicht trifft, weil das letzte Video war wohl ein bisschen dunkel und wenn ich unerkannt bleiben wollte, dann hätte ich da irgendwie mit einer Maske oder so nachgeholfen. Was wahrscheinlich hier irgendwo hinter mir zu sehen ist und auf jeden Fall zu hören. Also ich höre es, ist mein Beamer, der gerade ausgeht in knappen 30 Sekunden. Der Countdown läuft schon. Das war nicht weiter wichtig. Ja, man hat's. Ja, ich was kann ich sagen? Das letzte Video ist irgendwie eine Woche alt und ich muss sagen, Supermärkte sind offensichtlich der Treffpunkt für alle Idioten dieser Welt. Na gut, Idioten ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest für Leute, da ist er aus, für Leute, die nicht wirklich nachdenken können. Ich verstehe das auch nicht. Okay, folgende Situation. Wer kennt es nicht? Natürlich ist mir das wieder passiert oder ich habe es beobachtet. Du stehst bei Lidl an der Kasse. Ja, und traditionell sind diese Billigsupermärkte, Aldi, Penny, Lidl und wie sie alle heißen, ja immer so strukturiert, dass eigentlich immer nur eine Kasse offen ist. So lange, bis irgendwann in der Schlange sich einer beschwert, dass es so lange dauert und die Schlange so lang ist. Dann geht irgendwann eine zweite Kasse auf. So. Und dann ist es immer dasselbe Ritual. Die Verkäuferin, die an der Kasse sitzt und fleißig am Tippen ist, sagt dann irgendwann, sie können sich schon mal an Kasse 3 anstellen. Erstens, ich möchte wissen, wie kommen die darauf? Also, ich habe noch nie ein Muster erkannt. Ja, da ist Kasse 1 offen, die sind immer so schön nummeriert, und dann schicken die dich zu Kasse 3 oder 4, manchmal auch zur 2. Woher wissen die das? Haben die irgendwo da so einen Plan? Ich habe das Muster noch nie erkannt. Na gut, das ist nur nebensächlich. Aber jetzt kommt's. So, jetzt haben die da grob geschätzt 4 Meter Förderband. Und aus irgendwelchen Gründen sind immer Leute, die schon mit ihren Wagen nicht wirklich in der Schlange stehen, aber ja, doch, also die immer so ein bisschen abseits, immer so in der Hoffnung, dass gesagt wird, bitte zu der Kasse gehen. Und diese Leute, die schaffen es auch immer wieder, so als Erste vorzudrängen. Ich meine, ich stehe da mit meinen drei Sachen in der Hand und die schaffen es auch immer wieder, sich vorzudrängeln. Und anstatt dann bis vorne zur Kasse vorzugehen und da anfangen auszupacken, gehen die bestenfalls bis zur Mitte. Und dann packen die aus. Und jetzt könnte man ja denken, okay, dann packen sie wenigstens nach vorne aus. Nein, sie packen so in der Mitte aus und natürlich nach hinten. Wofür? Ja, also wofür bleibt da so eine halbe Kasse, so ein halbes Förderband leer? Ich verstehe es nicht. Ja, aber das passiert wirklich, das passiert auch jedes Mal. Also sagen wir mal nicht jedes Mal, aber so. Bestimmt in drei Viertel der Fälle. Also ich möchte echt nur wissen, was diesen Leuten im Kopf rumgeht. Ich meine, das kann ja wohl nicht daran liegen, bloß weil da vorne noch dieses Absperrtürchen da geöffnet werden muss. Also, oh mein Gott, wir müssen den Platz frei halten. Echt, naja. Menschen halt. Ne? Ja. Also das ist echt so eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle. Wenn nur da stehe und denke so, jetzt bin ich froh, dass ich einen Walkman dabei habe und Musik hören kann. Egal. Ja, so. Die Frage, die im Moment wohl jeden am meisten beschäftigt und gleichzeitig ankotzt, ist die Frage, hast du schon alles für Weihnachten? Nee, ich meine, es sind jetzt noch. Oh, heute ist schon Nikolaus. Also jetzt, schon nach Mitternacht. Ja, und ich kann wieder mal dieselbe Antwort geben, die ich eigentlich schon seit Jahren gebe. Ich weiß dieses Jahr gar nichts. Ja, also mir fällt nichts ein. Ich meine, was schenkt man einem Mann? Ja, wenn ich zum Beispiel von meinem Vater ausgehe, was schenkt man einem Rentner, der im Grunde nur ein großes Hobby hat, also Angeln, dieses seit seiner Kindheit ausübt und dementsprechend versorgt ist, der sich nicht für Technik interessiert
und eigentlich so in seinem Leben alles hat. Was schenkt man so einem Mann? Alles, was du ihm schenken kannst, sind bestenfalls kleine Aufmerksamkeiten. Und ja, das war es im Grunde schon. So irgendwelche kleinen Sachen, die er nicht wirklich benutzen wird, also was man auch genau weiß. Deswegen muss man etwas schenken, was irgendwie süß aussieht, aber nicht viel Geld kostet. Weil ich würde mich schwarz ärgern, davon mal ab, dass ich es überhaupt nicht mehr leisten könnte, ihm was für 100 € zu schenken, nur mal als Beispiel. Aber ich würde mich schwarz ärgern, wenn ich das täte und genau wüsste, das landet im Schrank. Vielleicht sollte ich so weit gehen, ihm Sachen zu schenken, die ich gut finde. In der Hoffnung, dass er dann sagt, was soll ich damit, nimm du das doch lieber. Da gibt es diesen Monitor, auf den ich so scharf bin. Egal. Schauen wir mal. Ich habe in den letzten, grob geschätzt, 3 Wochen jetzt mir so am Stück 4 Staffeln Scrubs gegeben. Was sehr witzig ist, weil ich habe die Serie, diese Staffelboxen mal vor 3 Jahren oder so gekauft. Aus Australien, da waren die so billig mit deutschem Ton, habe die mir aber nie angeschaut. Ich wusste nur, dass diese Serie wohl ganz lustig ist und dachte, besorgst du dir mal zum damals unschlagbaren Preis von 20 Euro die Staffelbox. Hatte ich mir die ersten 4 Boxen besorgt. Ja, aber wie gesagt, ich habe es nie geschafft, mir die mal anzugucken und jetzt habe ich es dann doch mal getan und bin regelrecht süchtig nach dieser Serie. Das Problem ist, dass ich merke, dass der Humor so auf meiner Wellenlinie liegt, dass diese Serie ein wenig mein eigenes Handeln beeinflusst. Ja. Ja. Gut, was gibt's sonst noch? Ja, heute ist Nikolaus. Und ich bin gespannt, was ich in meinen nicht geputzten Stiefeln finden werde. Gut, ich denke, ich habe wieder alles gesagt, was ich erstmal soweit sagen wollte. Aber ich sehe echt, dass Supermärkte geben einem eine Menge Stoff. Ja, weil irgendwie muss ja jeder mal einkaufen gehen. Ich finde das sowieso lustig, was für Leute sich in diesen Billigmärkten treiben. Ich meine, ich gehe da rein, ich habe auch gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich kriege da die Sachen, die ich will. Und wenn man ein bisschen improvisiert, kann man eigentlich wirklich eine Menge Geld sparen und kriegt dasselbe, was man auch in den großen Läden bekommt. Zum Beispiel, wie auf diese Ofenkäse-Sachen steht. Ja, so gibt es ja diese großen fetten Laibe. Das ist im Grunde nur ein Camembert. Also was ihr machen müsst, ihr geht einfach in Aldi, Penny, Lidl, was auch immer, kauft euch diese billigen Camemberts und bereitet die ganz genauso zu. 10 Minuten in den Ofen gelegt. Dann sind die schön weich, dann einritzen, so aufklappen und das Ganze nochmal so knappe 10 Minuten im Ofen liegen lassen. Perfekt. Wenn ihr diese kleinen Dinger nehmt, ja, diese 125 Gramm Teile für 65 Cent, kleiner Tipp von mir, das ist für eine Person wunderbar, aber ihr müsst die Sachen schnell essen, weil die sehr schnell wieder auskühlen. Ja? Ich habe mir überlegt, da müsste es irgendwie eine Steinvariante geben, wo man die genau einpassen könnte und der Stein hält dann die Hitze und dann bleibt das weiterhin schön blubberig. Aber es geht auch so. Und es geht wunderbar. Ne? Und die kann man auch schön stippen, so mit Gemüse. Man kocht sich ein bisschen Gemüse, so gerade so Brokkoli-Röschen oder Blumenkohl, alternativ, wer Brokkoli nicht mag. Und die einmal so durchgezogen, fantastisch. Ein ganz toller Genuss. Ehrlich, das ist ein Tipp von mir. Also solltet ihr mal probieren. Ja, gut. Nee, aber wie gesagt, diese Läden geben wirklich viel her. Letztens habe ich auch einen gesehen, der fuhr mit so einem dicken Benz vor, dass man sich fragt, was will so ein Mensch bei Aldi? Ja? Oder hat er vielleicht diesen dicken Benz, weil er immer bei Aldi einkaufen geht? Kann ja auch sein. Wer weiß das schon? Auch von den Klamotten her zu schließen, du musst ja schon sehr lange zu Aldi gehen. Man weiß es nicht, wir werden es nie rausfinden. So, ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Ich denke, in der Zeit, wo ich jetzt noch hier bin, werde ich mindestens noch eins machen. Weil danach geht's in die Weihnachtsferien zu meinem Vater. Da könnte ich prinzipiell auch ein Video schießen, prinzipiell sogar hochladen.
Es würde nur ewig dauern. Schauen wir mal. Okay, bis dann.